Moin, liebe Zuschauer, hier ist Bremer Sport TV, Ihre Breitensportsendung. Wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr und das sind die Themen für die erste Sendung im Jahr 2019. Zum 27. Mal fand die Weihnachtsshow des Bundesstützpunktes Bremen der rhythmischen Sportgymnastik statt. Birgit Passern ist die Trainerin und hat Haruka Kodama und Sandy Kruse mitgebracht. Beim TSV Fage Rekum wird getanzt. Die Truppe nennt sich Dance for Teens und die Trainerinnen sind Milena Schröder und Vanessa Bündig. Wir waren beim Finale des Fegesacker Eisstock Cups. Ich freue mich auf Peter Harinek und Jürgen Linke. Und wir waren nicht nur in Fegesack beim Eisstock Cup, wir waren auch in der ÖVB Arena beim Feuerwerk der Turnkunst. Connected war eins der ersten Jahreshighlights im Jahr 2019 und Veranstaltungshinweise gibt es wie gewohnt im Laufe der Sendung. Und Legenden und Gewinner gibt es dieses Mal in der Fußball-Plauderecke. Ich freue mich über Muhammed Hodžić von der SG Aum und Fegesack. Er ist Amateurfußballer des Jahres geworden und über die Gewinner des Lotto Masters und den Sparkassen Bremen Cup, Christian und Thorsten Schwarz vom TuS Schwachhausen. Unsere Sendung läuft wie gewohnt jeden dritten Dienstag im Monat. Dieses Mal ist es der 15. Januar um 20 Uhr auf Radio Weser TV. Wenn Sie das nicht schaffen, ist es kein Problem. Unsere Sendung wird fünfmal wiederholt, nämlich am Mittwoch, den 16. Januar um 12 und um 16 Uhr, am Samstag, den 19. Januar um 20 Uhr und am Sonntag, den 20. Januar um 12 und um 16 Uhr. Ich freue mich, wenn Sie einschalten. Bleiben Sie sportlich.